Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar mit dem Thema Bestandssichtbarkeit in Echtzeit, warum sie für den Retailer unerlässlich ist und wie Westernacher es mit SAP K umsetzt. Es gibt einen interessanten Artikel, in dem Stefan Tromp Folgendes sagt: Konsumenten sitzen am längeren Hebel und ihr Kaufverhalten entscheidet die Zukunft des Handels zu großen Teilen mit. Es hat sehr viel Wahres. Kunden sind heutzutage nicht mehr loyal, weil sie zu viele Alternativen haben. Die Sicht der Kunden muss einfach, konsistent und unterhaltsam sein. Mit Omnichannel Services wird das gewährleistet. Customer Activity Repository beinhaltet sehr viele Bereiche. Dies zu Ihrer Orientierung. Ich werde heute mich nur auf diesen Bereich konzentrieren. Bestandssichtbarkeit und Omnichannel-Artikelverfügbarkeit. Die englischen Begriffe hierfür sind Inventory Visibility und Omnichannel Article Availability. Hier die Agenda. Zunächst möchte ich erklären, was Omnichannel Services sind, warum sie wichtig sind, aber so schwierig umzusetzen. Mit einem konkreten Beispiel werde ich Ihnen den Bedarf an Bestandssichtbarkeit darstellen. Im Anschluss werde ich auf die technischen Details eingehen, wie es in bestehende IT-Landschaften integriert werden kann. Am Ende des Webinars stelle ich Ihnen unser Demosystem vor. Was verstehen wir unter Omnichannel Services? Zunächst mal die Begriffe Multichannel. Multichannel bedeutet, dass die Waren in mehreren Kanälen angeboten werden. Einzelne Kanäle können sein Läden, Outlets, Webshops oder Apps wie zum Beispiel Amazon. Historisch gesehen werden die verschiedenen Verkaufskanäle bei Einzelhändlern komplett getrennt behandelt. Da die IT-Systeme getrennt sind, werden auch die Bestände getrennt verwaltet. Wenn ein Kunde in einem lokalen Geschäft etwas kauft, bekommt der Webshop davon nichts mit und umgekehrt. Ein Einkauf, der in einem Kanal getätigt wurde, ist nur in diesem Kanal bekannt. Nachdem die Menschen mehr und mehr internetaffin geworden sind, sind auch die Ansprüche gewachsen. Von Cross-Channel sprechen wir, zum Beispiel, wenn eine Kundin, nennen wir sie Laura, überall in allen Kanälen bestellen kann. Sie kann im Webshop online etwas kaufen und im lokalen Geschäft abholen. Oder etwas, was sie im Geschäft gekauft hat, kann sie über das Online-Geschäft zurückgeben. Das ist sehr bequem. Aber in diesem Fall müssen die IT-Systeme miteinander verbunden sein. Cross-Channel-Services sind Services wie Click und Collect, Bestellung vom Geschäft oder Bestellung nach Hause. Das ist aber noch nicht das Ziel, wo wir hin müssen. Um weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben, müssen wir Omnichannel-Services anbieten. Hintergrund dazu ist, wenn ein Kunde mit uns interagiert, sieht er uns als Händler. Er sieht unsere Marke. Er sieht nicht den Webshop oder das Geschäft in Mannheim oder Heidelberg. Die Kunden sehen uns. Und wenn sie bei uns einkaufen, egal über welchen Kanal, erwarten sie von uns, dass wir sie kennen und es für sie angenehm machen, alle Kanäle zu verwenden. Zu bestellen von überall und abholen von überall. Dafür müssen unsere IT-Systeme noch viel weiter integriert werden. Und das ist die Herausforderung für uns. Alle Daten zusammenzufügen für ein vollständiges Bild über unsere Kunden und unser Business in Echtzeit. Lassen wir uns zum Beispiel von Laura gehen. Sie könnte eine langjährige Kundin sein. Wie interagiert sie mit uns? Sie könnte uns ein E-Mail schreiben an den Kundenservice oder sie kann in einem lokalen Geschäft einkaufen, online einkaufen oder sie kann ihre App auf dem Handy verwenden. Oder wenn sie auf den Social Media unterwegs ist, kann sie über Instagram oder Facebook etwas posten von dem, was sie gekauft hat. Bezahlen ist möglich mit Gutschein, mit Kundenkarte, mit natürlich Cash oder Kreditkarte. Das sind alles wichtige Quellen von Informationen,
über Laura und ihr Kaufverhalten. Wir müssen diese Informationen aus ganz unterschiedlichen Quellen und unterschiedlichen IT-Systemen zusammenfügen und verstehen. In dem Sinne, es für unsere Kunden attraktiv zu machen, bei uns einzukaufen. Hier sehen Sie die verschiedenen Möglichkeiten, wenn Omnichannel Services dazukommen. Jedes Mal, wenn Laura etwas von uns kauft, ist es ein individueller Vorgang, da es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Das einfachste Beispiel, sie geht in ein Geschäft und kauft zum Beispiel einen Pullover. Aber sobald ihre Größe nicht da ist, möchte sie entweder eine Größe in dieses Geschäft bestellen oder sie bestellt es online. Dann kommen diese weiteren Möglichkeiten dazu. Sie könnte auch in einem Geschäft sich regelmäßige Lieferungen bestellen. Oder wenn sie etwas online bestellt hat, möchte sie es vielleicht zur Reparatur dann direkt ins Geschäft bringen und nochmal Beratung bekommen. Oder sie möchte noch zusätzliches Zubehör dazu kaufen, braucht Beratung. Das sind so viele verschiedene Möglichkeiten. Und Voraussetzung hierfür sind durchgängige Prozesse. Aber warum ist Bestandssichtbarkeit in Echtzeit unerlässlich? Das möchte ich Ihnen an einem Beispiel erklären. Stellen Sie sich eine Filiale von einem Elektrofachhändler vor. Es ist eine bekannte Marke und Sie kaufen dort als Kunde regelmäßig ein. Ein Online-Shop wird auch angeboten. Die Öffnungszeiten sind von morgens 8 bis abends 8. Es gibt eine Hauptlieferung eine Stunde vor der Öffnung und da das Verteilzentrum in der Nähe ist, gibt es noch mittags eine Nachlieferung. Montag ist der erste Tag eines Sonderangebots. Wir hatten eine Werbekampagne in der letzten Woche geschaltet, um die Rabattaktion bekannt zu machen. Es sind hohe Rabatte für einen Roboterstaubsauger. Unser Filialleiter, der die Verkäufe beobachtet, kann sich auf seinem Tablet aktuelle Berichte aus dem SAP HANA ERP-System anzeigen lassen. Ein Bericht zum Beispiel, den er aufrufen kann, enthält die Lagerbestände. Und dann ist natürlich auch noch das Marketing-Team im Büro, das die Kampagne aufgesetzt hat. Der Tag beginnt morgens, hier ist die Zeitleiste, morgens um 8 sehen wir den ERP-Bestand von 100 Einheiten. Um 12 Uhr werden nochmal 50 weitere geliefert. Das ist der Bestand, den der Filialleiter auf seinem Tablet sieht, die Bestände aus dem ERP. Was aber nicht sichtbar ist, sind die Verkäufe, die hier im Grau dargestellt sind. Um 5 Uhr ist der Roboterstaubsauger ausverkauft und der Filialleiter und das Marketingteam bekommt überhaupt nichts davon mit. Trotz des Fakts, dass alles ausverkauft ist, wissen die zuständigen Leute nicht, was passiert. Grund dafür ist, dass die aktuellen Verkäufe dem ERP nicht bekannt sind. Zuvor müssen die Daten gesammelt, geprüft und gereinigt werden und das geschieht normalerweise über Nacht. Jetzt stellen Sie sich vor, wir hätten wirklich ein System, das Zahlen in Echtzeit liefert. Wir könnten sehen, was wir verkaufen in Realtime. Dann könnten wir ausrechnen, wie viele Teile noch vorrätig sind, so wie in dieser Grafik. Die blauen Säulen sind der Echtzeitbestand, die schwarzen Säulen sind die Verkäufe. Der Bestand reduziert sich, sobald etwas verkauft wird und zur Mittagszeit hätte der Filialleiter und das Marketing-Team schon gemerkt, dass ihre Prognose nicht korrekt war, dass die Bestände nicht ausreichen. Die Kampagne läuft viel besser als erwartet und um 17 Uhr ist das Produkt ausverkauft, bevor der Ansturm derer kommt, die erst nach ihrer Arbeit Gelegenheit haben, etwas einkaufen zu gehen. Und es sind noch einige Stunden, bis das Geschäft schließt und wir sind ausverkauft. Die Bestandssichtbarkeit in Echtzeit ist eine essentielle Information. Das ist der Punkt, an dem uns CAR, Customer Activity Repository, weiterhelfen kann. Wenn so eine Situation frühzeitig erkannt wird,
ist entweder eine Korrektur der Nachlieferung möglich oder zumindest eine Korrektur für die nächste Hauptlieferung am nächsten Morgen. Mit herkömmlichen Berichtssystemen sind nur Ereignisse zu sehen, die 1 bis 2 Tage zurückliegen. Das bedeutet, wir können nur auf Geschehnisse reagieren, die in der Vergangenheit liegen. Mit SAP K können wir beobachten, wie unsere Verkäufe stattfinden und noch wichtiger ausrechnen, wie hoch unsere Bestände sind. Wir können direkt reagieren und unsere Lieferung an den tatsächlichen Bedarf anpassen. Das war ein Beispiel für einen einfachen Verkaufskanal. Nun erweitern wir dieses Beispiel auf Omnichannel. Lassen Sie mich zurückkommen auf Laura. Wie die meisten Menschen arbeitet sie an diesem Montag, aber als eine langjährige Kundin von uns weiß sie von dem Sonderangebot durch die E-Mail-Kampagne. Und sie würde gerne einen dieser Roboterstaubsauger kaufen. Aber sie möchte nicht riskieren, dass sie ausverkauft sind. Sie möchte sicher gehen. Sie möchte den Staubsauger auch nicht nach Hause schicken lassen, da sie sowieso nicht zu Hause ist, wenn der Postbote kommt und sie dann auch den Verpackungsmüll loswerden muss. Sie möchte online kaufen, im Heidelberger Geschäft reservieren und später abholen. Wenn sie nach Hause fährt, kann sie am Geschäft anhalten und den Staubsauger mitnehmen. Aber woher weiß sie, wie viel von den Roboterstaubsaugern noch zur Verfügung stehen? In Online-Shops gibt es normalerweise Hinweise, so mit Ampelfarben. Sie zeigen dem Kunden die Verfügbarkeit, zum Beispiel wie hier. Im Zentrallager kann sie momentan nicht reservieren. In Heidelberg ist es nicht sicher und in Mannheim sind noch genügend zur Verfügung. Dann kann sie eine Reservierung vornehmen und den Staubsauger am Abend abholen. Das ist die nächste Situation, in der uns Echtzeitbestandssichtbarkeit sehr weiterhelfen kann. Und zwar die Artikelverfügbarkeit für Online-Reservierungen. Sie erinnern sich noch an unser voriges Beispiel, wenn wir nur Bescheid wissen über unseren ERP-Bestand, das ist die graue Linie hier, müssen wir im Voraus schätzen, wie die Verkäufe laufen. Für Online-Reservierungen werden normalerweise Projektionen verwendet. Zum Beispiel von unseren 150 Einheiten stellen wir 20% zur Online-Bestellung oder Reservierung im Webshop zur Verfügung. Ohne SAP-K können die Prozentzahlen nur aus historischen Daten geschätzt werden. Aber das ist der Punkt, an dem uns die Realität einholt, wenn wir jetzt Kunden wie Laura erlauben würden, einen Artikel zu reservieren, in der Hoffnung, dass sie das Produkt nach der Arbeit abholen kann. Die Enttäuschung würde groß sein. Wenn wir keine Online-Reservierung zulassen, verlieren wir womöglich Kunden, die die Produkte dann in einem anderen Online-Shop oder in einem anderen Geschäft kaufen. Die Entscheidungen sind heutzutage sehr schnell. Die Kunden wollen sofort eine Reaktion haben. Wenn in einem Geschäft ein Produkt nicht mehr zur Verfügung steht, gehen sie direkt woanders hin. Das ist das, dass die Kunden nicht mehr loyal sind. Bei einer Echtzeitbestandssichtbarkeit, hier im Falle von Online-Reservierungen, sehen wir zu jedem Zeitpunkt, wie viele Artikel in welchem Geschäft, Lager noch vorrätig sind. Zusammengefasst, mit herkömmlichen Systemen kann die Artikelverfügbarkeit nur geschätzt werden. Anfragen werden abgelehnt oder man verliert Kunden, da nicht verfügbare Artikel verkauft werden. Mit der K-Plattform haben wir Bestandssichtbarkeit. Unser Sicherheitspuffer muss nur diejenigen Artikel abdecken, die bereits in den Einkaufswegen sind. Und K hat die Omnichannel-Artikelverfügbarkeitsfunktion, um Online-Shops bei der Überprüfung und Reservierung von Artikeln aus Geschäften zu unterstützen. Und wir können von den Webshops aus den Kunden die Reservierung von Artikeln sicher anbieten. Im nächsten Teil gehe ich auf die technischen Funktionen von K ein und wie es integriert werden kann. K ist ein Modul von SAP, das genau die benötigten Informationen liefert. K führt alle Kundenaktivitäten zusammen
von allen Verkaufskanälen und stellt sie einheitlich zur Verfügung in einem harmonisierten Multichannel-Datenmodell. Sie integriert sich sehr tief in die ERP-Retail-Plattform, das heutzutage idealerweise SAP HANA ist. Aber wenn Sie eine ältere Version haben, ist das auch kein Problem. CAR kann sich genauso integrieren und gibt Ihnen dann sogar die High-Speed In-Memory Analytics, auf die Sie momentan verzichten. Es kann ebenso Daten aus den Postsystemen, Point of Sales, das sind die ganzen Verkaufsaktivitäten, das sind die Kassen, wo die ganzen Verkäufe eingegeben werden. Die Daten werden direkt gelesen und in CAR importiert. Mit ein paar Minuten Verzug, nachdem der Verkauf getätigt wurde, ist CAR dieser Verkauf bekannt. Das ERP-System wird zur Hauptquelle aller Stammdaten. Alle Artikel, Geschäfte, die gesamte organisatorische Hierarchie wird live von dem ERP-System zugegriffen und wird so direkt verfügbar in CAR zur Analyse. Das Gleiche gilt für alle Transaktionen, die im ERP-System verarbeitet werden. Sobald Verkaufsaufträge, Rechnungsdokumente oder Materialbewegungen erzeugt werden, sind diese in CAR bekannt. So können wir direkt mit ein paar Sekunden Verzug sehen, wie hoch die Bestände im ERP sind. Hier steigern Sie mit CAR den Nutzen des ERP-Investments durch das operationale Live-Reporting auf Basis der ERP-Daten. Und zusätzlich kommt der Echtzeitaspekt der Verkäufe in Betrachtung. Das wird mit PIPE, das ist ein Bestandteil von CAR, bewerkstelligt. PIPE steht für POS Inbound Processing Engine. Und das ist die neueste Version von SAPs bisher bekannten POS-DM, das alle Sales-Transaktionen erfasst und in ihren POS-Systemen. Da CAR auf HANA basiert, mit der In-Memory-Technologie können die großen Mengen an Daten gemanagt werden. Alle paar Sekunden werden die neu angefallenen Sales-Transaktionen verarbeitet. Diese Daten können nicht direkt in ERP-Systemen verbucht werden, da sie, wie vorhin schon erwähnt, zuerst geprüft werden müssen. Prüfroutinen können zum Beispiel sein, dass ob die Artikelnummer überhaupt existiert, dass der Beleg nicht doppelt vorhanden ist oder dass irgendwelchen falschen Eingaben an der Kasse getätigt wurden. Deshalb müssen die Daten zunächst bereinigt werden, bevor sie nachts paketweise im ERP-System verbucht werden. Aber um Echtzeitbestandssichtbarkeit zu bekommen, ist die Verarbeitung im ERP-System keine Voraussetzung. Die CAR-Plattform kann direkt, wenn die Verkäufe übermittelt werden, hier von den Systemen in CAR und von der anderen Seite kommen die Bestandsdaten aus dem ERP-System, kann direkt die verkauften Artikel abziehen von den bisherigen Beständen. Bei unserem Beispiel, wenn ein Roboterstaubsauger in einem Laden verkauft wird, kommt der Verkaufsbeleg und in dem Moment, wo wir von den 150 einen abziehen, ist ganz klar, es gibt noch einen Bestand von 149. Das hört sich fast zu einfach an, als dass es etwas Besonderes wäre. Aber das ist es, was in CAR passiert, was bisher nicht möglich war, online abzugreifen. Der Zugriff auf alle notwendigen Daten ermöglicht uns Echtzeitbestandssichtbarkeit. Das ERP-System weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass ein Verkauf getätigt wurde und dass sich der Bestand verringert hat. Aber CAR kann diese Rechnung durchführen und uns diese Information bereitstellen. Hier sehen Sie den Ablauf, wie es gelingt, in Geschäften an die Bestandssichtbarkeit zu gelangen. Die Postdaten oder Verkäufe werden an CAR übertragen und CAR kennt aus dem ERP-System den Bestand vom Tagesanfang. Somit kann die Bestandssichtbarkeit-Ermittlung laufen und das liefert uns die aktuellen Bestände. Auf Basis weiterer Quellen, wie zum Beispiel das Verteilzentrum, bekommen wir die Ergebnisse des ATP-Laufs. ATP steht für Available to Promise.
Somit können wir den Überblick über die Omnichannel-Verfügbarkeit bereitstellen. Eingeschlossen sind die Webplattform mit ihren Beständen, die in den ERP- oder Lagerbeständen sind. Wir haben den Echtzeitbestand, den wir mit Hilfe des Pipe-Systems ermitteln. Für jeden Artikel, in jedem Laden, zu jeder Zeit, in allen Kanälen, egal ob Outlet, Ladengeschäft oder Webplattform. Noch ein bisschen komplizierter ist es, wenn der Prozess da abläuft, wenn die Kunden über eine E-Com-Plattform bei uns bestellen möchten. Ein Teil davon ist die Omnichannel-Artikelverfügbarkeitsprüfung. Nehmen wir mal an, wir haben eine E-Com-Plattform, das könnte zum Beispiel Subhybris sein. K integriert sich aber problemlos auch mit anderen Online-Plattformen. K kann hier ebenfalls eine Verfügbarkeitsprüfung durchführen. K kennt die Bestände im Laden, in den Verteilzentren, grob von den Herstellern, und kann diese Informationen der E-Com-Plattform jederzeit zur Verfügung stellen. Auf Seite der Plattform ist systemseitig dazu im Hintergrund eine Query zu starten, die diese Indikatoren für den ungefähren Bestand ermitteln. Es geht darum, ob mehr oder weniger als 10 Einheiten vorhanden sind. Das sind die Indikatoren, die wir im Webshop sehen. Sie werden bei Bedarf auf Artikelebene ermittelt mit den letzten Bestandsinformationen gefüttert. Und diese Rechnung über einen Artikel durchzuführen, ist sehr viel weniger rechnerintensiv als womöglich über 3 Millionen Artikel über alle Geschäfte, die wir haben. Es geht hier um sehr viel Daten. K ist aber sehr schnell mit der HANA-Technologie, aber diese Information ist nur nötig genau zu dieser Minute, wenn ein Kunde reservieren möchte. Der Kunde merkt nichts von den Berechnungen im Hintergrund. Und beim Checkout-Prozess kann das UAA-System unterstützen bei den temporären Reservierungen. Die Bestände werden dann um diese Artikel reduziert. Jetzt sehen Sie, wie wir diese Dinge umgesetzt haben in unserem Demosystem. Wir können auf unsere Organisation schauen, grafisch. Wir haben unsere Warenhäuser, unsere Verteilzentren, unsere einzelnen Läden. Wir können reindrillen in die Länder geografisch. Und was ganz wichtig ist, wir können die Online-Bestände sehen, bezogen auf unsere Produktgruppen, auf unsere einzelnen Artikel in jeder Stadt oder bezogen auf die Distribution Channel. Hier können Sie zum Beispiel schauen, wie die Geschäfte laufen, zum Beispiel, wie sich die Zahlen verändern, Online-Store zu Outlets oder hier sind unsere heutigen 5 Bestseller bezüglich Verkaufsmenge und Verkaufserlöse dargestellt. Weitere Analysen können die Intraday-Verkaufsmuster von einzelnen Produktgruppen sein. Oder wie sieht die Profitabilität zwischen den einzelnen Produktgruppen oder einzelnen Produkten aus in den verschiedenen Distribution Channel? Mit genügend historischen Daten können wir jahreszeitliche Muster erkennen und entsprechend Forecasts erstellen über das Jahr oder auf Monats- oder Tagesebene. Wenn Sie ein spezifisches Beispiel interessiert, bieten wir Ihnen gerne an, das Thema mit uns zu vertiefen, indem wir Ihnen eine detailliertere Präsentation geben. Starten Sie jetzt Ihr Projekt mit SAP K und Westernacher.